Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe Schritte durch die Bibel von Gips sind wir nun in Teil 123, Daniel und seine Freunde, angelangt. Dazu wird vorgeschlagen als Leitvers Psalm 37, Verse 5 bis 6, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihn. So wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit hervortreten lassen wie das Licht und dein Recht wie der Mittag. Erstens, Römisch 1. Ihre Lage. Erstens, der Fall Jerusalems. Sie war Gottes erwählte Stadt, in deren Mitte sich der Tempel, die Wohnung, die Wohnstätte der Herrlichkeit Gottes befand. B. die das inspirierte Wort, die Aussprüche Gottes besaß, c. in deren Menschen Mauern Gottes Propheten geweissagt haben, Vorrechte bringen Verantwortung. Das Volk hatte Gott die Ehre versagt, sein Wort außer Acht gelassen und seine Boten verfolgt. Nun war Gottes Strafgericht über sie hereingebrochen. Zweitens. Die erste Wegführung nach Babylon 606 v. Chr. Wahrscheinlich waren hiervon nur eine Anzahl Geiseln aus königlicher und vornehmer Abstammung anstelle des Königs betroffen. A. Entweihung in das Haus seines Gottes. B. Verlassenheit der jungen Gefangenen in fremdem Land, bei fremdem Volk, unter fremden Göttern. Hier galt es, Charakter und Standfestigkeit zu beweisen. Römisch 2. Ihre Beschreibung, ein Vorbild für wahre Christen. Ihre Voraussetzung, erstens, körperlich, ohne Fehl. Ein gesunder Geist ist eine Gabe Gottes. Auch der Christ sollte seine Gesundheit pflegen und stets seinen Leib unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen. Zweitens, geistig, weise, kenntnisreich, einsichtig. Ein gesunder Verstand muss durch fleißiges Üben gefördert werden. Drittens, gesellschaftlich, tüchtig, im Palast des Königs zu stehen. Viertens, geistlich, Daniel träumte Gott vor allem anderen die erste Stelle in seinem Leben ein. Römisch 3, ihre Entscheidung. Das Motiv, die Ehre Gottes. Zweifellos wurde Fleisch und der Wein der Sitte des Landes entsprechend den Göttern geweiht. So weigerte Daniel und seine Freunde jedem fremden Gott ihre Anerkennung und außer dem wahren Gott, dem Gott der Erlösung, Errettung und Bewahrung. Gehorsam gegenüber Gott war oberstes Prinzip. Zweitens, der Ursprung der Herzensentschluss Daniels. Drittens, die Kosten, Selbstverleugnis, Selbstverleugnung und Enthaltsamkeit, während die anderen die Tafelkost des Königs und den Wein des Königs genossen. Viertens, der Lohn. Gott ehrt die ihn ehren. Er bleibt nicht des Menschen Schuldner. Sieh die Antwort, die der Herr seinem Jünger Petrus gibt. Der treue Knecht wird überreichen Lohn empfangen, im besseren kommender Zeit. Prüfe, ob die sich also verhält im Leben der Knechte Gottes, Noah, Abraham, Mose, Elia, Paulus. Römisch 4, ihre Erziehung. Ihr Lehrer, Gott, für welch ein Ausbildner, welch eine Schule. Vergleiche die Schule der Christen. A, der Lehrer. B, das Lehrbuch. C, den Lehrplan. D, das Unterrichtsziel, die Erkenntnis eines seines Willens, damit
wir würdig des Herrn wandeln und seine Tugenden zum Preise seiner Herrlichkeit verkündigen. Das Ergebnis. Gott gab ihm Kenntnis und Einsicht in aller Schrift. Fünftens, ihre Anerkennung. Das königliche Examen, das überragende Ergebnis. Gruß im Herrn Jesum Christum, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige, zusammengestellt hat das unser lieber Bruder Antonino.